Auf der Bundesstraße 450 zwischen Fritzlar und Bad Emstal kam es heute zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Mann aus Wabern sein Leben verlor. Mit seinem 28-jährigen Begleiter waren die beiden mit ihren Motorrädern auf der B450 in Richtung Fritzlar unterwegs. Zwischen den Ortsteilen Riede und Lohne kam ihnen aus der Gegenrichtung ein Ackerschlepper entgegen, der von einem 18-jährigen Mann aus Gudensberg gelenkt wurde. Er wollte in einen Feldweg nach links abbiegen und übersah dabei die beiden Motorräder. Der 27-jährige Motorradfahrer konnte dem Schlepper nicht mehr ausweichen und krachte frontal in die Seite des Traktors. Bei dem Aufprall zog sich der Mann so starke Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Kurz vor 15 Uhr ist es heute zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B450 zwischen Bad Emstal-Riede und Fritzlar-Lohne gekommen. Zwei Motorradfahrer waren in Richtung Fritzlar unterwegs. Ihnen kam ein Ackerschlepper entgegen, der offenbar dann nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, hat dabei mutmaßlich die beiden Motorradfahrer übersehen. Einer konnte wohl noch den Zusammenprall vermeiden. Der andere Motorradfahrer ist in den Schlepper hineingefahren und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Unfallstelle musste rund anderthalb Stunden lang voll gesperrt werden. Der Fahrer des Schleppers sowie der zweite Motorradfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt, erlitten jedoch einen Schock. Freiwillig stimmte der Unfallverursacher einem Alkoholtest zu, der jedoch negativ verlief. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle geordert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.